Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier in TSW 2. Wir fahren heute auf der Strecke Köln-Aachen. Eine Baureihe 101 und Intercity-Wagen mit Inline-Szenario und mit Lackierung aus dem Creators Club. Und zwar fahren wir heute einen belgischen Intercity auf der Strecke. Komm, wir kommen gerade aus Belgien und machen uns jetzt auf den Weg nach Köln und starten einfach mal rein und schauen uns gleich die Lackierung auch nochmal an. Das Szenario findet ihr genauso wie die Lackierung für die Lok und diese Wagen als Link in der Videobeschreibung. So, wir bereiten hier schon mal alles vor, wir können die Türen schon mal entriegeln. Gucken uns das von außen nochmal an hier. Können wir Licht anmachen, ne? Ich finde das immer schöner, wenn man dann vernünftig schon das Licht an hat. Okay. So, das ist die Lackierung für unsere 101 heute in der Lackierung der belgischen Staatsbahn, die auch mit den Wagen, passenden Wagen, ohne Logos, aber in der richtigen Lackierung. Sehr, sehr schön. Gefällt mir sehr gut. Und auch die anderen Wagen und Züge sind hier in dieser belgischen Lackierung, der belgischen Eisenbahn, glaube ich. Also das sieht sehr ziemlich zu denen aus, deswegen vermute ich, dass das genau auch die belgische Staatsbahn ist und das vielleicht irgendwie eine Privatbahn aus Belgien. Aber auch sehr, sehr schöne Lackierung, muss man wirklich sagen, gefällt mir ziemlich gut. Und wir machen uns dann gleich auf die Reise. Was steht denn da vorne noch? Ich glaube eine 425, ja, müsste eine 425 sein, DB Regio dran, ist eine 425. So, wir sind gleich abfahrbereit oder sind jetzt abfahrbereit, machen uns dann auch auf die Socken hier aus Köln heraus. Und ich schalte schon mal die AFB, ach, die AFB noch nicht an. AFB an und ein bisschen hochschalten. So, Hälfte der Fahrt heute mit, und das Interessante ist sogar, guck mal, warte, ich mache mal kurz aufstehen, er zoomt wieder nicht. Das ist ein kleiner Bug, wenn man manchmal nicht zoomt, dann einfach kurz aufstehen, wieder hinsetzen, dann zoomt er wieder. Wir fahren tatsächlich über Düren und Horren, auch nicht schlecht, also wir halten. Finde ich sehr, sehr interessant, dass wir jetzt hier nicht durchfahren von Köln nach Aachen, sondern auch ab und zu halten. Und dann machen wir uns jetzt auf die Fahrt, auf die Reise. Und fahren los. Und wollen natürlich vorher noch SIFA PZB anschalten. Und dann mal wieder 101 fahren. Mache ich auch viel zu selten. Na, obwohl, ab und zu schon. Aber wie gesagt, 101 meine absolute Lieblingslokomotive in dem Spiel. Und die kann man eigentlich nicht oft genug fahren. Vor allen Dingen in wie vielen wunderschönen Lackierungen sie mittlerweile erschienen ist. Und ich muss da mehr zeigen. Also ich muss echt, ich habe so viele Lackierungen, die ich jetzt eigentlich zeigen möchte. Ich überlege fast täglich TSW 2 zu machen. Aber weil ich ja gerade noch ein paar viele andere Formate habe, die ich noch habe, müsste ich dann gucken, wie ich das mache. Und mehr als zwei Videos pro Tag möchte ich nicht machen, das ist zu viel. Weil ich ja dann ab und zu noch streame. Mal gucken, ob ich die zwei Videos überhaupt schaffe. Gut, ich rede schon wieder über meine Pläne, wollte ich eigentlich nicht machen. Ich wollte euch stattdessen mal hier die wunderschöne Lok und die Wagen auf dem Viadukt aus Aachen heraus zeigen. Wunderschön. Eine sehr, sehr schöne Lackierung. Müssen wir da vielleicht noch was bestätigen? Ich hoffe nicht, denn ich gucke mir gerade noch die Lackierung hier an. Sehr, sehr schick. So, wir gehen mal wieder rein. Gleich. Sehr gut. Ich glaube, hier müssen wir nichts bestätigen. Jetzt kommen erstmal die 100, dann dürfen wir 120 fahren. Das passt ganz gut. Ja, aber ich habe auch so viele coole Lackierungen noch gefunden in letzter Zeit. Auch ein paar Fantasy-Lackierungen, die aber so viel Arbeit da drin stecken in manchen Sachen. Holla die Waldfee. Ich muss noch ein paar, ich bin auch gerade wieder dran, ein paar eigene Szenarien zu bauen. Also das ist so. Der Creators Club, der hat das Spiel nochmal deutlich aufgewertet. Richtig aufgewertet. Zumindest für mich, für meiner Meinung nach. Weil das macht, auch wenn man jetzt vom Ergisch eher von innen fährt, ich versuche ja schon in den Folgen, wo ich eine Lackierung, besondere Lackierung habe, auch diese öfters zu zeigen. Aber irgendwie ist das nochmal viel cooler, wenn man verschiedene Lackierungen fährt, aber auch sieht. Die ganze Zeit die an entgegenkommen. Das gefällt mir immer sehr, sehr gut. Deswegen baue ich auch gerade wieder ein paar Szenarien, wo man richtig schön viele Lackierungen einbauen kann. Unglaublich schön. So. 120 dürfen wir gleich. Ach, wir haben wieder zu viel aufgeschaltet. Nicht mehr als 50 kN bei der 101. Sonst kriegt die Radschlupf. Und jetzt geht es also wieder auf dem Weg nach Köln. Im ersten Teil müssen wir noch ein bisschen drauf achten, auf Signale und so. Im zweiten Teil sind wir dann EZB geführt. Da ist das ein bisschen entspannter. Auch da müssen wir auf, rein theoretisch auf Signale achten, aber
nicht darauf reagieren, sag ich mal. Das macht dann die Lok für uns und die EZB zusammen mit der AfD. So, was kommt uns denn da entgegen? Ne, weitere 4,25. Ich weiß nicht, warum ich die grüße, aber ich dachte, mache ich einfach mal. So, wir schalten hoch auf 120 und gleich auch 140. Ich bin mal gespannt, ob er uns jetzt über die ganzen Bahnhöfe schickt. Das kann sein, weil wir jetzt, wir halten zwar, glaube ich, nur, wie gesagt, in Düren und Worim, aber da wir jetzt wahrscheinlich als auf der Regionallinie fahren, wenn man so möchte, kann es sein, dass wir auch über die ganzen Bahnhofsgleise geschickt werden. Das heißt, wir müssen ein bisschen darauf achten, dass wir hier tatsächlich auch ab und zu ein bisschen interessante Signale bekommen. Dass wir zum Beispiel, ich glaube in Langerwehe, da hinten zum Beispiel, da fällt man ja, wird man ja rausgeleitet, wenn man da hält. Und ich vermute, wir werden trotzdem rausgeleitet, obwohl wir da nicht halten. Weil man in dem Spiel, in Szenario-Editor halt nicht nur einstellen kann, ich will auf der als Fernverkehrszug oder als Nahverkehrszug fahren. Und der Fernverkehrszug fährt halt nur von Köln nach Aachen. Das ist sozusagen der ICE. Und die Nahverkehrszüge halten halt an jeder Station. Deswegen, wenn man dann einstellt, ich will zwar einen Nahverkehrszug spielen, ich will zwar einen Fernverkehrszug spielen, der aber ab und zu nochmal hält, irgendwie in Düren, dann fährt er trotzdem meistens an den ganzen Bahnhofsgleisen vorbei. So. Auf geht's in Richtung Köln, ja. Oder erstmal in Richtung Düren, denke ich mal, unser nächster Halt. Genau, 24 Kilometer Düren. Dann nehmen wir uns jetzt gleich erstmal, wie hieß denn der erste Halt? Die ganzen Bahnhöfe habe ich jetzt auch nicht mehr so ganz drauf. So ein paar kennt man. Ich meine, ich habe ja auch schon eine 8-Stunden-Schicht gemacht. Bin schon ganz auf die Strecke entlang gefahren, aber... Eschweiler? Kommt jetzt Eschweiler erst? Ich glaube, mein Eschweiler danach kommt... Ach, keine Ahnung. So gut. Sind da doch zu viele Strecken in TSW, um sich die alle zu merken. Die ganzen Bahnhöfe. Wir werden ja auch so ein bisschen wahrscheinlich auf neue Releases in TSW so ein bisschen warten müssen, weil ja, jetzt habe ich jetzt gelesen, im Forum gesagt wurde, sie machen so eine kleine Pause, nachdem das Steam DLC rausgekommen ist. Ich denke nicht, dass es zu dieser Folge schon draußen ist, aber bald kommt das bestimmt auch mal. Und dann denke ich, dann haben sie gesagt, machen sie eine kleine Pause mit Releases und wollen einfach ein paar... Bugs fixen, ist auch eine ganz gute Idee. Bisschen schade, aber ja, lieber erstmal die anderen Strecken reparieren und das Spiel vernünftig auf Vordermann bringen, bevor man dann noch weitere Strecken raushaut. Ich glaube, schon ganz sinnvoll. So, 1,2 noch. Wir gucken uns das Ganze nochmal von außen an. Auch schön hier über die Brücke. So, wir müssen bremsen. Das war wieder etwas sehr knapp. Ich hoffe, wir kriegen jetzt kein Gewicht. Ja, ich wusste es. Wir kriegen ein Gewicht. Ich habe es schon fast gedacht, dass wir ein Gewicht kriegen. War das das Signal? Ne, es war nicht 1000. Ich bin nicht ganz sicher, ob es jetzt ein Magnet war. Ich vermute, es war ein Magnet. Ja, es war ein Magnet. Weil wir nicht 120 drauf hatten. Mhm. Schön mitgenommen. Den habe ich auch schon öfter mitgenommen. Kommt, wenn man auf den letzten Metern immer bremsen will. Dann kommt sowas dabei raus. So. Türfreigabe. 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 Zugbeeinflussung. 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 Dann lösen wir einmal und fahren wieder an. Na, hat er schon gelöst? Ne, hat er noch nicht. Da brauchen wir noch nicht anfahren hier gegen die Bremse. Sondern da brauchen wir noch ein klein bisschen jetzt lösen können. Oder? Ne, auch noch nicht ganz. Ist doch ein langer Intercity. Muss man da denken, dass der... Ich glaube, wir fahren einen 11-Wagen-Zug, ne? Ja, eigentlich muss ich jetzt hier nicht gegen die Bremse anlaufen lassen, aber... Der sollte eigentlich auch gleich lösen und losfahren. Jetzt geht's los. Das ist halt, merkt man schon, wenn man 11 Wagen in Intercity fährt, dass er ein bisschen braucht, um die Wagen hinten mal alle zu lösen.
Aber das mit den, gut, hier sieht man es jetzt nicht, aber zum Beispiel, dass wir vorhin gesehen haben, dass wir noch einen Düren Horror im Halten an den Bahnhofsanzeigen, das ist neu, ne, in den Szenarien. Ich kann mir nicht vorstellen. Ich glaube, entweder habe ich es immer ignoriert oder es ist wirklich neu, dass man in selbstgebauten Szenarien zumindest die Strecke sieht, die der Zug fährt. Die Liniennummer wird natürlich schwierig, aber die Strecke finde ich interessant. So. 110 gleich, die können wir schon mal einstellen. Bis wir da hochbeschleunigt haben, das sind wir eben heute 110. Den habe ich schöner wie den Magneten, der ärgert mich jetzt. Aber das war wieder, weil ich jetzt wieder auf kurz auf knapp fahre. Aber ich bin ja auch in letzter Zeit, wurde mir auch schon zweimal in die Kommentare geschrieben, ich fahre radikaler. Habe ich, glaube ich, in den letzten Folgen oder in der letzten Folge schon mal gesagt von TSV 2, dass ich in letzter Zeit wesentlich radikaler fahre als früher. TSV 2. Früher bin ich wesentlich entspannter gefahren. Ich weiß nicht, ob es wirklich so ist, aber ich würde sagen, ja. Da sind die 110. Was aber auch wiederum gut ist, dass ich ein bisschen radikaler fahre. Ich fahre, glaube ich, ein bisschen zu radikal. Aber dieses Rumgejuckel, was ich sonst öfter auch mache, was mir auch noch häufiger passiert. Vor allen Dingen in Streams passiert mir das häufig, dass ich dann wirklich so langsam rumkrieche, weil ich den ganzen Chat lese. Aber Streams ist auch noch ein bisschen was anderes. Jetzt wollte ich gerade sagen, in den Videos fahre ich auch eigentlich besser. Eigentlich. Ja, auch nicht wirklich. Ein bisschen besser vielleicht. Wie man vorhin gesehen hat bei der Zwangse. Hier haben wir noch eine Ecke, dann kommen. Jetzt kommen wir gleich zu diesem Tunnel, ne? Hier sind wir jetzt. Ach, Eschweiler oder so. Auf jeden Fall hier noch alles LZB geführt. Und wir müssen halt, wie gesagt, aufpassen, dass wir. Weil wir bestimmt in Langer Wehe und so über die Bahnhofsgleise geschickt werden. Da würde ich jetzt gleich drauf wetten. Und da müssen wir natürlich trotzdem runterbremsen, dann natürlich. Weil da vorher diese Weiche, glaube ich, für 60 freigegeben ist oder so. Und gleich dürfen wir auch 160 fahren. Und da freue ich mich auch schon auf die EZB-Fahrt. Und jetzt mag es auch mal wieder in Horheim rein zu bremsen. Obwohl Horheim bremst man, glaube ich, gar nicht so. Da wird man trotzdem runtergeleitet, ne? Düren reinbremsen macht Spaß. Mit 160. Aber ich glaube, kommt man von dieser Seite auch 160. Kommt doch an, auf welchen Gleis wir halten. Ich glaube aber nicht. Ich glaube, von dieser Seite bremst man dann nicht mit 160 nach Düren rein. Weil das macht wirklich Spaß. Und mit dem IC auf 160 runter zu bremsen, macht bestimmt auch Fun. Das ist mittlerweile eigentlich meine Faszination geworden an TSW 2. Das Bremsen. Gut, das ist auch das Schwierigste. Aber wirklich, das ist wirklich das, was mich hier am Spiel am meisten motiviert. Richtig gut zu bremsen. Und auch das, was am meisten und viel Freude macht und am meisten, wo ich mir Glücksgefühle habe, wenn ich vernünftig bremse. Zumindest einigermaßen vernünftig. Das ist das Ding. Und wenn man sich im Video noch so ein bisschen mehr darauf konzentrieren kann als im Stream, dann sollte man das langsam ein bisschen besser hinkriegen. Aber ich habe ja auch so ein paar Stunden schon im Spiel. Dann irgendwann muss man es ja auch mal so ein bisschen lernen. So, wir gucken nochmal von außen, obwohl ich habe ein bisschen Schiss, dass jetzt gleich hier irgendwas wieder kommt. Trotzdem möchte ich euch den Zug nicht nochmal vorenthalten. Und auf geht's. Siehst du? Da sind sie nämlich vor Langer Wehe. Ich wusste es, dass die kommen. Das soll dann nochmal runter müssen.
Ist das ein langer Weg oder ist das ein Bahnhof vorher? Ach, keine Ahnung. Einer von den Bahnhöfen auf jeden Fall gleich. Grüne Signale bestätigen kann ich übrigens auch gut. Ich hatte eher an das gedacht, das müsste ich nicht bestätigen. Wir müssen, glaube ich, die 80 ja auch am nächsten Signal haben. Es steht zwar erst in 1,8 Kilometern, aber wir müssen die 80 am nächsten Signal haben, deswegen müssen wir ein bisschen heftiger bremsen. Was ist denn jetzt schon wieder? Bremskurve oder was? Ach, das hätte ich doch noch geschafft mit der Bremskurve. Was hast du denn heute mit deinen Bremskurven? Bleib doch mal locker. Hier, guck mal, wie viel Meter ich noch habe, bis ich da mal runter muss. Das hätte ich noch locker geschafft. Heute sind die Bremskurven nicht mein Freund. Also das müsste wieder eine Bremskurve gewesen sein. Der hat kein Vertrauen in mich. Die PZB hat kein Vertrauen in mich. Obwohl die PZB eigentlich darauf ausgelegt ist, dass es im letzten Moment, dass er eingreift. Ne? Also hätte ich es vielleicht doch nicht geschafft. Aber ich hätte es locker geschafft, das schaffe ich. Ja, und ich habe auf Zugbeeinflussung gedrückt. Sehr schön, Dankeschön. Er ist verstummt. Und wir dürfen mit 80 da in den Bahnhof rein. Ey, aber heute und Bremskurven, ne? Hatte ich gesagt, dass ich letzter zu radikal fahre? Man merkt es ja auch wieder, ne? Ich will hier Bremskurven. Ich habe lange nicht mehr so viel Bremskurven mitgenommen, ne? Eigentlich kriege ich das immer mit Bremskurven neuerdings. Eigentlich. Weil dieses radikale Rumgefahren und auf dem letzten Meter noch runterbremsen zu wollen, um ja nicht irgendwie Minuten zu verlieren, sorgt öfters dafür, dass ich neuerdings eine Bremskurve reindonnere. Zumindest in dieser Fahrt. Oder. Aber es kann ja nur die Bremskurve gewesen sein. Und ich war auch wirklich ein bisschen knapp dran, muss ich ja sagen. Aber ich hätte eigentlich wirklich gedacht, das schaffe ich noch. So, da sind die 80. 80 angekündigt, 80. Wir dürfen jetzt 80 fahren, sind aber auch nochmal 80 angekündigt. Und das habe ich, das hat mir der Mr. Junkplay auch erklärt. Ich hoffe, es gibt es richtig wieder, nicht, dass ich ihn falsch zitiere. Aber die 80, ich habe mir nämlich gefragt, warum wird denn die 80 jetzt hier nochmal angekündigt? Das liegt daran, dass wir rein theoretisch halten würden. Also wir halten jetzt nicht an den Bahnhof, sondern fahren durch. Aber wenn wir an den Bahnhof halten würden, dann ist danach nochmal 80 und darauf weist er das hin, dass man nicht dann losdonnert nach der Weiche und denkt, ja, ist ja keine 80 mehr. Oder nach dem Bahnhof. Wenn ich das richtig zusammengefasst habe. Wahrscheinlich nicht. Auf jeden Fall ist dafür diese Doppel-80 da, weil sonst würde man sich ja denken, warum ist denn jetzt keine, warum steht denn da zweimal 80? Ist doch schon 80. So, apropos 80, ne? Wir sollten hier nicht rumrasen. Auch die AFB mal darauf einstellen. Er sagt zwar jetzt hier aber erst ab 80, aber eigentlich ab dem Signal vorhin. Deswegen. Die Bremskurve ging auch zu dem Signal, nicht zu der Entfernung rechts rum. Vielleicht hat mich die auch ein bisschen irritiert. Wir werden jetzt ausgefädelt, fahren aber trotzdem weiter. Und das meinte ich eben, dass man dann trotzdem hier an diesen Bahnhofsgleisen vorbeifährt, auch wenn man dann nicht hält. Naja. Und auch hier nochmal 80. Man muss jetzt warten, bis sich der lange Zug über die Weiche geschlängelt hat. Und dann dürfen wir auch wieder 160 fahren. Jetzt hoch und die Seite ist Düren. Immer noch Düren. Aber wir werden vorher bestimmt nochmal runtergebremst. Da kommt nämlich noch ein Bahnhof, wo wir bestimmt auch runtergebremst werden, wo man glaube ich 60 durchfährt, meine ich.
So, kommt ihr jetzt schon? Nee. Ein Stückchen haben wir noch. Dann können wir auch nochmal von außen drauf schauen. Ich finde aber die 101 in diesem Design sieht auch nicht schlecht aus. Da steht der. Aber der 101 steht auch gefühlt irgendwie alles. Ist einfach wirklich vom Design her wirklich auch so ein Klassiker, finde ich. Und darf ich sagen, dass in den 90ern designtechnisch meiner Meinung nach die schöneren Züge in Deutschland entwickelt wurden? Wenn man sich zum Beispiel mal der ICE 3 zum Beispiel anguckt, der ist auch aus den 90er Jahren. Der 1er ist ja noch früher entwickelt worden, der ist ja, ich würde sagen, wann wurde der? 80er, ne? Ja, ja. Also jetzt so das Design entwickelt worden, meine ich jetzt. Und dann irgendwie, die 101 ist aber glaube ich auch 8, ne, wann ist denn die eingeführt worden? 98? Ach, aber auch Ende der 90er erst, ne, die 101, glaube ich. Und designtechnisch finde ich die echt schön. Gut, bei den anderen, auch der Taurus ist aus 90ern, ne? Auch der Taurus ist aus 90ern, glaube ich. Oder in Deutschland 182 genannt. Auch ein sehr schöner Zug oder ein sehr schöner Lok. Wobei bei den Trucks sehen halt der 101 auch ziemlich ähnlich. Also, so viel hat sich nicht getan. Aber wenn man zum Beispiel beim ICE-Bau reinguckt, da finde ich, obwohl ich ja mein Lieblings-ICE immer noch der ICE-1 ist, designtechnisch würde ich fast sagen der ICE-3. Also auch, also schwer zu sagen, aber wenn man sich den ICE-3 zum ICE-4 anguckt, dann finde ich schon, designtechnisch hat das irgendwie ein bisschen abgenommen, die Qualität. Schwer zu sagen, aber ich weiß nicht. Irgendwie habe ich das Gefühl, da wurden so 90er Jahre, 2000er wurden echt schöne Loks und Züge auch designt. Heutzutage bestimmt überall immer noch, aber das sind so die Ikonen. Und ich finde auch, wenn ich ehrlich sein darf, eigentlich sieht der ICE-3 fast futuristischer aus als der ICE-4. Das ist richtig komisch, aber meiner Meinung nach schon. Oder zumindest zeitloser, ne? Klassischer. Gut, wir hätten jetzt eigentlich, ich habe ja gelernt, hier nicht bremsen, wir sollten es eigentlich selber machen mit Bremsen, ne? Hier nicht die AFB-Bremsen lassen. Worauf müssen wir denn runter? Ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube 100, was ist denn da eine Einfahrt in Düren? Stand das da? Muss ja gerade irgendwo gestanden haben, oder? Düren, was fährt man da rein? 100? Naja, steht doch hier eigentlich irgendwo, oder? Da unten steht es, da ausgesucht. 80 ist Einfahrt in Düren. Ich wollte gerade sagen, irgendwo steht das doch da vorne. 80. Der große Vorteil an der EZB, wir brauchen da auch nichts dran bestätigen. Das meinte ich nämlich. So schnell können wir nämlich wie aus der anderen Richtung in Düren gar nicht reindonnern. Was ein bisschen schade ist. 80. Und dann halten wir jetzt in Düren. Da steht noch ein RE, der hier auch gerade hält, und rechts die S-Bahn. Sehr schön. Hatte ich gesagt, dass ich jetzt sehr radikal fahre? Türfreigabe. 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 Aber das war noch eine Punktlandung, ne? Also das war... Also Bremsen, das sowas finde ich gut. Gut, das war jetzt... Obwohl, so radikal... Die donnern schon, das donnert man auch schon ganz schön in Bahnhöfe rein, aber ach, das hat doch gepasst. Der ist so lang, der Zug. Bisschen vielleicht, ein bisschen stark war es vielleicht schon. Aber ziemlich genau, glaube ich. Müssen wir nachher mal gucken, in der Auflösung, wie genau ich den da gerade hingestellt habe. Aber ich glaube, das war relativ genau. Von der Bremsung her. Gut, wir hatten vorher schon zwei Zwangsen, ne? Die darf ich vergessen. Die waren dämlich. Vor allem zwei Bremskurven, ne? Schließvorgang eingeleitet. Okay, und dann lassen wir die EZB mal ihre fahren.
schalten die AfD mal durch. Und 200 dürfen wir eh gleich. Und ja, wir haben ja die EZB drin. Jetzt bis kurz vor Köln und in Horren sollten wir dann auch nochmal rausgeleitet werden, wenn wir da bremsen. Also leider kein richtig schneller. Ich hoffe, es gibt mal eine, gibt's eine Strecke, wo man mit dem IC wirklich reindonnert in die Bahnhöfe. Hätte ich Bock mit der 101 mal aus 200 in den Bahnhof reinschießen oder so. Also so zu bremsen. Deswegen, das mag ich wesentlich lieber als dieses, wir bremsen dich mal auf 60 vor dem Bahnhof runter. Das ist mal ein bisschen, ich würde schon fast gesagt, langweilig. Kann man nicht auch ausschalten für die Strecke. Wie weit ist noch bis hoch? 19 Kilometer, alles gut. Jetzt mit den Kontaktlinsen überlege ich ja eh, ob ich das hat, weil ich werde das hart anlassen auf jeden Fall. Weil dafür bin ich noch ein bisschen zu blind. Aber vielleicht mal, dass das diese Anzeigerecht ein bisschen kleiner schaltet wieder. Dass ihr wieder ein bisschen, auch bei mir ein bisschen mehr vom Bild seht. Ganz hart los werdet ihr bei mir allerdings vermutlich. Zumindest auf PZB-Strecken nicht sehen. So, da wartet der nächste Talent auf Einfahrt. Und wir haben erstmal 10 Kilometer 200 freigegeben. Können noch ein bisschen mehr, komm. Ich weiß nicht, ob wir die 200 packen bis Horan, müssten wir gucken. Hat er Radschlupf? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich müsste das passen von der Beschleunigung her. Ich glaube, im Horn fahren wir im Schnitt 60 rein. Das ist aber gut, das passt. Also weil er dachte jetzt in 9,960 oder es werden 160 einfach nur angegeben, weil er nicht weiß, was der nächste Wert ist. Das weiß ich jetzt nicht. Hier steht ja 9,9 und eigentlich sollte er dann nicht wissen, was die nächste... Oder weiß er das trotzdem? Doch, das weiß er, glaube ich, trotzdem, die Geschwindigkeitsangabe. Naja, wir werden sehen. Und das mag ich ja auch an der Strecke am Anfang ein bisschen PZB fahren. Und jetzt ihn einfach nochmal ein bisschen ausfahren, die 101 auf die 200. Na, was haben wir noch? 15 Kilometer. 200 wollen wir verpacken. Wir können noch ein bisschen mehr Leistung voll durchdrücken. So, dass wir vielleicht wirklich die 200 noch packen. Bevor dann die Bremskurve wieder anfängt. Dann lass uns nochmal schauen. Oh, da steht noch eine S-Bahn. Und dann lass uns nochmal schauen, wie schnell die 200 jetzt aussehen. Ja, schon ganz schnell, ne?
Piep gemacht? War das das G? Nee, was? Ich wollte gerade sagen, ob wir schon Geschwindigkeit, aber müsste es hier auch angezeigt werden. Ja, müsste ja hier vorne angezeigt werden. Und dann dachte ich, soll ich schon runtergehen. Ach, das sind die 100. Genau, 100 war die Geschwindigkeit für Horim. In 8,9. Da bin ich mal gespannt, wann dann gleich die Bremskurve beginnt. Wann meckert er? Ab wann geht's los? Das würde mich jetzt mal interessieren. Was braucht er so, um 100 km runter zu bremsen? Ich würde sagen so 3 oder 2-3 Kilometer. Dass er dann anfängt. Naja, ich glaube sogar 2 Kilometer würde ich sagen. Guck mal, ob ich das richtig einschätze. Ich habe schon nie so genau beobachtet, wann er jetzt anfängt, die Bremskurve anzuschmeißen. Wenn du 100 km dich verlangsamen musst oder 100 km runterbremsen musst. Dann werden wir mal sehen, wann er dann will, dass ich bremse. Jetzt sind wir bei 4000 Meter, 4 Kilometer. Jetzt kommt die Bremskurve gleich rein. Bremst er schon? Er bremst schon. Krass. Ich hätte gedacht, das G springt. Ah, ist schon angesprungen. Ich habe es nicht gesehen. Das leuchtet ja nur. Das habe ich nicht gesehen. Also, was hatten wir jetzt? 3 Kilometer. Okay. Gucken mal. Ein bisschen weniger können wir noch bremsen. Versuch mal so genau die Bremskurve jetzt zu kriegen hier. Wie brauchen wir denn da so? Bisschen wenig, vielleicht hier. So ungefähr, dass wir die Bremskurve so ungefähr abfahren und dann die gleich wieder rausnehmen. Ein bisschen noch. Da haben wir die, und jetzt sollten wir eigentlich die 100 schon haben, oder? Eigentlich schon. Krass, dass er jetzt das gar nicht so... Ich bin jetzt nach der Bremskurve gefahren, auch gar nicht nach dem Signal, also wirklich. So. Und dann stellen wir da gleich nochmal in Horim hin. Das ist hier vorne, ne? Genau. Dann, er sagt auch, wir sind ziemlich zu lang. Also das heißt, wir werden versuchen, die Lok hinter dem Bahnhof erst zu bremsen. Hier anhalten können. Oh, da habe ich jetzt den Bahnhof ziemlich unterschätzt. Huiuiui. Gut, wir sind eh zu lang. Aber das ist jetzt ziemlich... Oh, Alter! Okay, da habe ich jetzt voll verschätzt. Das kommt doch, wenn man so radikal fährt. In Düren habe ich so gut gebremst. Jetzt stehen wir hinten auf der Weiche. Huiuiui. Hier habe ich versammelt. Da habe ich aber keine Anzeige gehabt. Ich habe jetzt mal, ich suche jetzt wieder Ausreden, warum ich so schlecht gebremst habe. Aber meine Ausrede, die ich jetzt gerade parat hätte dafür, wäre, dass ich hier gerade das HUD ausgeschaltet hatte und mich sonst immer sehr am HUD orientiert hatte und so keine gewohnte Umgebung hatte und überhaupt nicht so genau wusste, wann ich jetzt bremsen muss. Und viel zu schnell war. Viel, viel zu schnell. Wir sind mit 90 da reingefahren oder so. Der Bahnhof war aber auch viel zu kurz. Und ich dachte, du ziehst noch durch. Ja, ich ignoriert es einfach. Und los.
Köln. Ach, wir hätten Köln-Ehrenfeld hätten wir auch noch. Sehr schön. Ach nee, das wollte ich gar nicht, ja. Schlau, drück den Hebel durch, Lavan. Wie oft fährst du jetzt schon 100? Wie oft bist du schon 101 gefahren? Immer noch Radschlupf? Jetzt nicht mehr. Haben wir jetzt schon wieder. Ach, er hat schon wieder. Ja, ja, Türfreigabe. Er hat schon mir die Leistung gesperrt, weil ich zu langsam bei der SIFA war. Aber jetzt beschleunigen wir wieder hoch. Und dann haben wir in Köln-Ehrenfeld nochmal eine Chance, die Blamage von gerade weg zu auszugleichen ein bisschen. Weil wir hatten jetzt eine wirklich gute Bremsung. Und sonst zwei Zwangs und eine richtig schlechte. Aber in Köln-Ehrenfeld kann sogar sein, dass wir da mit 160 reinballern oder mit 200. Ne, 9,9 Kilometer sagt er noch mit 160. Gut, diese 160, die werden irgendwie immer angezeigt. Ne, hatten wir vorhin festgestellt. Da bin ich mal gespannt, ob wir da mit 200 reinfahren. Das ist immer ein schöner Halt. Da mit 200 reinzufahren in den Bahnhof. Ich weiß nicht, ob wir 200 halten dürfen bis Köln-Ehrenfeld. Ich glaube nicht. Ich glaube, Köln-Ehrenfeld. Da bist du schon ohne unter 160. Weiß ich aber gar nicht. Kann aber auch sein, dass du da noch 200 fahren darfst. Und eigentlich fährst du ja nach Köln-Ehrenfeld direkt diese Rechtskurve nach Köln. Und dann bist du ja schon unter 100 geführt in dieser Rechtskurve. Glaube ich. Oder? Also fast zumindest. Na, was kommt da? Ein Güterzug-Kollege. Mit einer MRCE. So, schaffen wir die 200 noch bis Köln-Ehrenfeld? Sind diese 9,6 Kilometer eigentlich, ja, die sind kurz vor Köln-Ehrenfeld, ne? Da, wo wir dann schon noch 160 runter müssen. Aber da werden wir wahrscheinlich eh schon für den Bahnhof bremsen. Elf Kilometer noch. Ich glaube, 200 schaffen wir nicht mehr bis wir gleich wieder runter müssen. Aber mir gefällt das hier mal ein bisschen häufiger zu halten, auch mit dem Intercity sozusagen. 101 zu bremsen macht eh wieder Spaß. Ich hätte mal wieder Bock, 101 Regionalverkehr vielleicht sogar zu fahren. Strecke. Was hätte man dafür? Was könnte man denn da machen? Also so ein einfach die München-Nürnberg-Express dranhängen und dann sagen, ist Regio-Zug oder so. Muss ja nicht super realistisch sein, aber hätte ich Bock drauf. Bei der 101 im Güterverkehr? Gibt es dafür Szenarien? Na, notfalls kriege ich das bestimmt auch hin, dass ich mir das selber zusammenbaue. Es gibt ja so einen kleinen Trick,
mit dem Speichern. Beziehungsweise man speichert kurz bevor man über das rote Signal rollt und dann kann man über rote Signale rollen. Und so könnte ich halt den Zug, die 101 noch vor einem Güterzug hängen. Wäre möglich. Hätte ich mal Bock drauf, einen schweren Güterzug mit einer 101 zu fahren, hätte ich gesagt. So, 3 Kilometer bis wir runter müssen. Aber wir müssen ja diesmal nur 40 Kilometer abbremsen. Jetzt geht der, macht der SG an, ich nehme die Leistung raus und gehe schon mal ein bisschen in die Bremse. Guck mal, wann kommt die Bremskurve hier an? Noch zu früh ein bisschen, die Bremskurve hat noch nicht begonnen. Man sieht das. Übrigens, wenn ihr euch wundert, woran sehe ich das? Dieser rote Pfeil rechts auf dem Tacho. Nennt man das beim Zug auch Tacho? Ich sag mal Tacho. Wo die Geschwindigkeitsangabe draufsteht. Da auf jeden Fall daran orientiert, dass die Bremskurve die versuche einzuhalten. Wir müssen mal gucken, wann dürfen wir denn bremsen in Köln-Ehrenfeld. Ne, das war zu viel. Wir haben noch 2,8. Alles gut. Nicht, dass wir Köln-Ehrenfeld verpassen, weil wir uns zu sehr auf die Bremskurve konzentrieren. Aber ich finde das gerade interessant, versuchen noch diese Bremskurve selber zu bremsen. Sonst habe ich ja oft mal die EZBs einfach machen lassen. Aber so fährt man ja in Realität auch nicht. Nicht, dass ich jetzt super realistisch fahre, aber man kann es einfach mal wenigstens probieren, ein bisschen realistisch zu fahren. So, er meckert wieder. 1,7. 70 haben wir dann auch. In unter 3. Und das sind dann, die 70 sind dann schon da, wo wir, glaube ich, aus der EZB rausgehen, meine ich. So. Das ist Köln-Ehrenfeld da vorne schon? Ja, das ist, ja. Ja, wieder ein bisschen schnell hier. Haben wir jetzt für eine Bremsstufe drin? 7. Ja. Irgendwie donner ich heute wirklich zu sehr in die Bahnhöfe. Vor allem, weil der zu kurz ist. Oh, da werden wir schon wieder ein ordentliches Stück, obwohl. Ich versuche, dass die Lok vorne drauf steht, ne? 50, ja gut. Die Bahnhöfe sind zu kurz, ne? Man ist halt wirklich. Ich kann aber diesmal wirklich nicht. Ich bin schuld, ich habe mich schon wieder ordentlich verbremst. Also die 101 merke ich mit diesen kurzen Bahnsteigen. Der eine Halt war so gut und die anderen so schlecht. Die 101 mit diesen kurzen Bahnsteigen, hui, ist nicht so meins. Aber ich will das ein bisschen trainieren. Vielleicht kann ich ja in nächster Zeit mal öfter mal 101 mit einem Regionalzug fahren. Kann ich mir gut vorstellen. Einfach ein bisschen bremsen mit der 101 probieren. Trainieren. Das war auch, weil ich das HUD aus hatte. Ne? Ich habe jetzt versucht, ohne HUD zu bremsen. Das ist irgendwie nochmal komplizierter. Und irgendwie gehe ich dann noch zu wenig in die Bremse. Ne? Naja. Wir verriegeln das Ganze hier wieder gleich. Also wirklich einer meiner schlechteren Fahrten. Obwohl die eine Bremse immer noch gut war. Aber alles andere war irgendwie relativ schlecht. So, dann. Los. Und gleich geht's aus der EZB raus. Wir können jetzt schon mal gleich die AFB abschalten. Mache ich auch öfter. So, wir schalten die AFB einfach ab. Die nervt mich. Ich fahre jetzt die letzten Meter ohne AFB. Können sie auch gleich wieder einschalten. Wenn wir aus der EZB raus sind, sollte auch gehen. Das müsste gleich, wo wir 70 haben, oder? Wann sind wir aus der EZB raus? Bin mir ganz sicher. Ende leuchtet immer noch, aber das haben wir bestätigt. Da sollten wir keine Gewicht mehr kriegen. Sie fahren.
Und jetzt bin ich gespannt, ob wir noch die... eigentlich bremse ich ja auch nicht mehr, hinter den 70 bremse ich eh nicht mehr runter. Ich glaube, ich lasse den Richtung Köln, dass ich ihn eigentlich dann nur noch rollen, ne? Ist zwar jetzt nicht super schnell, 2,4 Kilometer auf 70, aber viel werde ich da geschwindigkeitstechnisch auch nicht mehr machen. Na, fliegen wir jetzt gleich raus? Ja, jetzt müsste, an der 70er Stelle müsste es zu Ende sein. Nee, noch gar nicht. Hätte ich jetzt gar nicht. Ist noch gar nicht zu Ende. Die LZB. Wo werden wir denn raus? Wo fliegen wir denn raus? Aber gleich. Irgendwo unter der Brücke, glaube ich, oder? Hier immer noch nicht so spät. Ich war mir gar nicht mehr sicher, dass man bei Köln erst so spät aus der LZB entlassen wird. Ist das richtig? Ist das realistisch? Zugbeeinflussung. Ja, und jetzt bremsen wir nur noch selbstständig. Sagte er, während er vergisst, auf die 60 runter zu bremsen. Wie gesagt, nicht meine glorreichste Fahrt heute. 40. Zugbeeinflussung. Tiefer. Dann da schon ein bisschen runter auf die 40. Und dann stehen wir in Köln. Und da haben wir endlich mal wieder einen langen Bahnsteig, wo wir vernünftig halten können. Ich fahr. Auch hier wieder ein bisschen zu spät. Ich hätte gedacht, ich wollte gerade sagen, nächste Fahrt konzentriere ich mich mal ein bisschen mehr. Aber ich will mir nichts versprechen. Ach, bei 30 meckert er schon wegen Türfreigabe? Und jetzt geht's hier langsam nach Köln rein. Gleich haben wir noch 500 Hertz. Der ist ja auch mein Freund. Auf WDE schon auf 29, alles gut. Na, wann springt er an? 250 Meter? Ja, 250 Meter. Kann man sich mal merken, die Zahlen. 250 Meter vom Signal. Habe ich auch schon mal mehr irgendwie gemerkt. Springt der 500 Hertz an? Da kann man sich da auch noch ein bisschen dran orientieren. Sifa. Ja, will aber ganz schön, dass wir weit. Will aber, dass wir ganz schön weit durchziehen, ne? Aber machen wir einfach mal. So, und jetzt will ich mir zum Abschluss nochmal diesen einen Halt in Düren angucken. Auch wenn ich heute richtig crappy gefahren bin sonst. Diesen einen Halt in Düren, den will ich mir angucken, wie genau ich da gelandet bin. Weil das muss ja unter einem Meter gewesen sein. Den will ich sehen, wie viel da war. Schon mal die Türen zu. Das ist jetzt so früh? Nee, sollte passen. Schließvorgang eingeleitet. So, und jetzt will ich mir diesen Einhalt angucken. Ah!
Also das ist so schlecht, das ist jetzt nicht, ne, mit einer 101. Gut, alle, die kannst du vergessen. Deswegen, also ich brauche mich jetzt hier nicht, auf den heute bin ich stolz und den Rest der ganzen Folge war Mist. Aber der halt war gut. Man muss ja auch positive Dinge sehen, ne? Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Macht's gut und tschüss.